Fokus, präsentiert von 50 Jahren Hammerauto Center. Jetzt mit attraktiven Euro-Angebot. Und Ulrich, Erlebnis von einem Sursee. Für höchste Ansprüche an Funktion und Design. Und vom Kurhaus am Saarnersee die richtige Umgebung für Ihre Erholung, Pflege und Therapie. Vor 25 Jahren hat Tobi Gmür die Luzerner Band Mother Sprite gegründet. Englischsprachiger Rock war dann angesagt. Jetzt hat sich Tobi Gmür musikalisch etwas umorientiert und hat ein Album mit schweizerdeutscher Mundartlieder gemacht. Heute kommt das Album auf den Markt und darum freut es mich sehr, dass Tobi Gmür mein Gast ist. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja, Tobi, schon das Cover ist sehr außergewöhnlich von dem neuen Album. Man sieht dich in der einen Hand einen Hammer, in dieser Hand ein Raketenglas. Kannst du vielleicht schnell erzählen, wie es zu dem gekommen ist? Ja, ich wollte etwas aufs Cover tun, das so ein bisschen symbolisiert, was ich die letzten 40 Jahre gemacht habe. Und da gehört einfach auch viel dazu. Ja, da ist auch viel mal ein bisschen nicht so gut gelaufen. Also ein bisschen so ein bisschen die Trümmerhäufe, die man anrichten kann im Leben, auch ein bisschen symbolisieren. Andererseits aber eben mit der Klasse, mir geht es gut. Ich bin positiv, ich bin optimistisch, ich bin eigentlich recht zufrieden. Das muss man aber schon ein bisschen ausführen mit den Trümmerhäufen. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also auch nicht dramatisch. Es ist einfach halt, ich habe mich irgendwann entschieden, schon recht früh, dass ich ein Musikerleben führen will. Und das bringt einfach, das ist halt zum Teil auch recht teuer. Also man investiert auch viel. Man mag dann, also es hat einfach Zeiten gegeben, wo ich nicht mehr gewusst habe, wie zahle ich Miete. So Sachen eher. Was man auch macht als Musiker, wenn man so eine Karriere verfolgt, ist, man trifft ab und zu auch die falschen Entscheidungen, nimmt die falsche Abzweigung, lässt vielleicht zwischendurch ein bisschen zu fest auf den Kopf und weniger auf den Bauch. Rückblickend ist man immer schleuer. Und ja, da gibt es einfach Sachen, wo man im Rückblick denkt, das hätte man besser machen können. Aber ich finde jetzt auch, es ist auch okay. Also wenn es jetzt ja, all die Trümmerhäufe nicht gäbe, hätte ich das Cover jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, das Album nicht gemacht. Du sagst, es hat dich vielleicht auch zu der Mundartmusik in dem Fall geführt. Mhm. Eben vorher die englische Sprache, die einem vielleicht auch viel fremder ist. Wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, jetzt schreibe ich Songs in meiner Muttersprache, im Schweizerdeutsch? Das hat einerseits gutes und langes Zureden von Leuten im Umfeld gebraucht, die gefunden haben, mach doch mal. Es würde uns wundern, wie das klingt, wenn du Mundart machen würdest. Ich habe das aber lange so ein bisschen weggeschoben und gefunden, nein, Englisch, dort bin ich daheim, musikalisch. Aber ich habe natürlich auch ein Bedürfnis, dass ich verstanden werde, oder dass man mir zulässt. Und das ist natürlich, wenn wir Englisch sind in der Schweiz, muss man das nicht unbedingt erwarten. Also die wenigsten Leute haben mich jetzt je auf einen Text angesprochen, den ich für Mother Sprite geschrieben habe. Obwohl ich gefunden habe, dass man dort schon viel Mühe gegeben. Und jetzt ist es natürlich Tag, das singt er, das meint er. Ja, da gibt es eigentlich kein Ausweichen mehr. Aber das, also ich finde, das, kann man das irgendwie auch so ein bisschen erhofft. Und ich bin auch froh, dass es so eingetroffen. Also, wenn man wirklich mal, es ist irgendwie noch ein gutes Gefühl, wenn man singt und die Leute verstehen einen. Das möchte ich natürlich auch noch ein bisschen konkretisieren. Ich pick da einen raus, das Gelbe in deinem Pool. Ja. Das ist natürlich so ein Titel, wo man sofort darauf aufmerksam wird. Was meint er echt mit dem? Was singt er da? Kannst du das zum Beispiel jetzt kurz beschreiben? Um was geht es da? Und wie kommst du denn auf die Texte? Wie entstehen die? Das Gelbe in deinem Pool ist wahrscheinlich einer von meinen weniger so positive Texte, aber ein sehr fröhlicher Song dafür. Der ist mir irgendwie in den Sinn gekommen. Es gibt einfach so ein paar Leute, irgendwie, die einem im Leben einmal über den Weg laufen, wo man irgendwie merkt, mit denen findet man einfach wirklich keinen Draht. Die sind total jemand anders im Leben, die haben ganz andere Werte, ganz andere Moralvorstellungen. Und ja, die trifft man ab und zu, vielleicht sei es irgendwie wegen einem Job oder irgendwie über andere Leute. Und irgendwann hatte ich, glaube ich, so eine Begegnung mit so jemandem und ich irgendwie gemerkt habe, wir haben so keinen gemeinsamen Nenner. Nicht einmal mit dem Fußball, nicht. Und ja, das hat mich dort fast ein bisschen verrückt gemacht. Irgendwie. Weil ich so das Gefühl hatte, etwa diese Menschen, die schauen auch ein bisschen auf einem runter. Oder so ist es mir einmal vorgekommen. Also, ja, du bist da der Musiker und ich habe schon irgendwie mega Karriere gemacht, ein super Auto und alles ist bestens.
Ja, und das ist so, die Begegnung ist einfach so ein bisschen, ich habe gefunden, es war jetzt recht unnötig. Also, und irgendwie habe ich so ein bisschen meine Wut gegen solche Personen in diesem Lied. Und ich habe gefunden, wenn ich irgendwann bin ich das Geld nicht im Pool. Ich will das nicht weiter ausführen. Das ist, nicht das ist eigentlich auch ziemlich verständlich. Ja, genau. Ist es einfach ein bisschen so, dass da wirklich Sachen aus deinem Leben, Begegnungen oder so, dich dann wirklich inspirieren und dann eben auf Schweizerdeutsch das wirklich auch kannst niederschreiben? Ja, das ist definitiv. Also alles, was auf dem Album ist, ist eigentlich sehr real und aus dem Leben. Ja. Also es geht irgendwie gar nicht anders bei mir. Ich möchte auch noch ein konkreteres Beispiel geben. Die meisten Leute haben vielleicht auch einen Ohrwurm. Mir geht es jetzt einmal so, seit ich heute wieder reingelassen habe von der aktuellen Single «Das Leben gibt, das Leben nimmt». Dann möchte ich etwas daraus nehmen, was du eben vorher angesprochen hast. Dass man als Musiker vielleicht auch mal sich Sorgen macht, dass es nicht lange zum Miete zahlen etc. Du hast da geschrieben, ich habe mich über 20 Jahre auf Englisch umgetrieben und nicht wirklich weit herumgekommen. Manchmal sind 100 Nasen gekommen, aber meistens nur 7. Draufgelegt habe ich sowieso. Also, das passt eigentlich ziemlich zusammen. Ja. Ist eigentlich das Finanzielle schon auch ein grosser Punkt, dass du gesagt hast, ich probiere es jetzt auch mal auf Schweizerdeutsch, dass man vielleicht sich dann einen anderen Weg sucht? Ja, eindeutig. Also, ja, so, das gebe ich gerne zu. Also, ich habe irgendetwas müssen bewegen, um vielleicht auch die Leute mal wieder überraschen und irgendwie Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen erhaschen. Und meine Musik und einfach auch das, was ich Texte in den Leuten wirklich können, zugänglich machen konnte, das hat es irgendwie gebraucht. Das war fast so ein bisschen Sackgasse mit dem Englisch. Und da hat schon etwas passieren müssen. Ja. Glaubst du nicht, dass es mit dem Schweizerdeutschen einfacher ist, vielleicht wirklich auch die Leute zu erreichen? Oder ist es einfach in der Schweiz generell sehr schwierig als Musiker? Du hast jetzt da doch schon ein paar Jahre Erfahrung. Wie schätzt du das ein? Ja, es ist, denke ich, grundsätzlich schwierig. Ich habe das Gefühl, mit Mundart vielleicht eben ein bisschen einfacher, halt gerade im eigenen Land Aufmerksamkeit überzukommen. Allerdings wäre es natürlich noch ein Stück einfacher, wenn ich vielleicht ein bisschen beschwingtere Themen würde singen und ein bisschen mehr vielleicht auch Decken und Kanten abschleifen. Aber das klingt mir einfach nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht. Müsste sich dann auch eigentlich verändern? Dann müsste ich mich wirklich ein bisschen verbiegen, ja. Und das habe ich bis jetzt irgendwie nicht gemacht und je länger ich mich eigentlich froh darum. Ja. Jetzt hast du heute Abend im Südpol Plattentaufe. Was erhoffst du dir für Reaktionen vielleicht auch vom Publikum, wenn du eben auf Schweizerdeutsch deine Musik kannst vorstellen kannst? Also, zuerst mal bin ich super nervös, wenn ich an den Auftritt denke. Weil es vertreibt. Also, als ich Englisch gesungen habe, immer mal, wenn ich irgendwo eine Ziele vergessen habe. Man hat man Freestyle Englisch, das hat niemand interessiert. Und heute muss ich wirklich einfach textsicher sein. Aber ich habe das Gefühl, ich habe es gut gelernt und auswendig und ich sei parat. Es gibt hoffentlich einen abwechslungsreichen Abend. Ich habe auch noch Gäste dabei. Mein Mitproduzent aus England, der James Dale, ist dabei, wird auch auf der Bühne mitmachen. Die Ländler-Formation Seidhang hat eine Vertretung, wo ich hoffe, dass sie spontan auch noch mitsingen können. Also es wird abwechslungsreich. Vielleicht zum Schluss noch ganz kurz. In diesem Gespräch fällt mir auf, dass du wirklich einfach sehr viel Erfahrung, sehr viel Erlebnis aus dem Musikerleben mitnimmst. Wenn du jetzt einem jungen Musiker etwas mit auf den Weg geben müsstest, was wäre dir besonders wichtig, was du heute sagst, ja, das würde ich eben vielleicht nie mehr anders machen. Oder bin ich froh, dass ich das so gelernt habe. Ja, da würde ich wahrscheinlich sagen, übe so viel als kannst. Nütze jede Minute, die du kannst zum Üben brauchen, nütze. Das habe ich lange Jahre viel zu wenig gemacht. Dann schau nicht zu fest nach links und rechts, wenn du wirklich das Gefühl hast, ich will das machen, in diesem Stil, auf diese Art. Dann mach es einfach und probiere einfach in dem immer besser zu werden und probiere das zu verdichten und zu verdichten. Alles andere bringt nicht viel. Und wenn halt bei ein paar Leuten das Gelbe im Pool bist, ist das auch nicht so schlimm. Genau, das kann man dann auch für einen anderen Song darüber schreiben. Danke vielmals, Tobi Gmür, dass du vorbeikommen bist. Und alles Gute mit dem neuen Album. Danke vielmals. Ihnen daheim ebenfalls danke vielmals. Das war vom Fokus. Für heute bei uns gibt es das Wetter und dann sende ich kontrovers. Gute Unterhaltung. Ade miteinander. Fokus präsentiert von 50 Jahre Hammerauto Center. Jetzt mit attraktiven Euro-Angebot. Und Ulrich, Erlebnis von der Sursee. Für höchste Ansprüche an Funktion und Design.
und vom Kurhaus am Saarnersee die richtige Umgebung für Ihre Erholung, Pflege und Therapie.